Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. 6 Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden. Am späten Abend des 19. Oktober 1977 informiert Dagmar Berghoff in einer Sondersendung der Tagesschau über den tragischen Ausgang der Entführung Hans-Martin Schleyers. Es ist jetzt 21.55 Uhr in Köln-Braunsfeld, Vinzenzstadtstraße, Ecke Friedrich-Mitt-Straße. Vor 6 Wochen genau und 2 Tagen wurde Hans-Martin Schleyer an dieser Stelle entführt, fielen die tödlichen Schüsse auf 4 seiner Begleitung. Ganz in der Nähe seiner Kölner Wohnung war Schleyer aus einem Dienstwagen entführt worden. Nachdem 4 Terroristen 119 Schüsse abgegeben hatten, zerrten sie den Arbeitgeberpräsidenten in ein Fluchtfahrzeug. Es gibt 4 Tote dort an der Ecke Stadtstraße. Es sind wahrscheinlich 2 Fahrer und 2 Sicherheitsbeamte. Bei diesem Anschlag sind 4 Personen getötet worden. Der unverletzte Schleyer wird in die Wohnung eines Hochhauses nach Erftstadt-Liebla verschleppt. Erinnerungen daran schreibt einer der Entführer, Peter Jürgen Bog, Jahre später im Gefängnis nieder. Der Raum war meist nur erleuchtet vom schwächlichen indirekten Licht einer Nachttischlampe. Die Gespräche unter uns, den Entführern und mit dem Gefangenen wurden möglichst leise geführt. Mit der Entführung Schleyers wollen die Terroristen 11 inhaftierte RAF-Mitglieder freipressen. Doch die Bundesregierung geht nicht auf die Forderungen ein, mit fatalen Folgen. Nach der Ermordung Schleyers wird dann nach und nach Kritik an der Arbeit des Krisenstabs in Köln laut. Dem Hinweis eines Kriminalhauptmeisters aus Erftstadt auf das Versteck war nicht nachgegangen worden. Für Georg Bönisch, damals Redakteur bei der Kölnischen Rundschau, unerklärlich. Hatte vielleicht die Stasi ihre Finger mit im Spiel? Sie brachte im Entführungshochhaus zeitgleich ein Agentenpaar für die HFA, den Auslandsnachrichtendienst der DDR, unter. Es ist ja so, dass an der Rheinschiene Bonn, Köln, Düsseldorf etwa 1/4 aller Residenturen der HFA in den 70er Jahren waren. Eine Fahndungspanne oder doch eher mysteriöse Machenschaften der Geheimdienste? Nach dem Mauerfall sind viele Ermittlungsakten plötzlich nicht mehr auffindbar. Bis heute, 45 Jahre nach dem Fund der Leiche Hans-Martin Schleyers, bleibt der Fall ungeklärt.